Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth mit mir, dem Leviathan 2. Letztes Mal haben wir die Suche nach dem vermissten Vater abgeschlossen, auch wenn das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und heute sollen wir einen Auftrag vom Schwarzen Brett annehmen. Sogar drei. Besuchter Hacker, mysteriöses Cybergesicht und dann noch ein Spiel, ein Fehler, ein Job in Gefahr. Nehmen wir mal die gelbe, weil die nicht so wichtig ist. Mein Handyspiel wurde veröffentlicht, aber es hat einen riesen Fehler. Ah, bitte hilf mir. Und ein Bankerweiterungslaufwerk. Okay. Das ist nicht das, was wir brauchen fürs Team. Aber nehmen wir mal an. Ja. Was haben wir sonst? Was kriegen wir hier noch? Nicht viel. Es gibt viele böse Hacker auf der Welt, die armen Digimon. Es wird Zeit für ihre wohlverdiente Strafe. Von Mirei. Das kann ich nur ein. Du kannst ihn. Naja, kann ich nur an einem. Egal. Also, ein Job in Gefahr. Ja, tut mir leid. Ich hätte es überprüfen sollen. Ja. Was? Das ist. Verstanden. Tschüss. Du bist spät dran. Wie lange sollte ich denn noch warten? Das war gerade der Chef. Aber egal. Ich nehme an, dass du mit dem Fall vertraut bist. Ich bin der leitende Produzent und heute ist der Launch unserer Spiele-App. Wenn man das Spiel durchspielt und zum Boss kommt, erscheint immer eine Fehlermeldung und der Bildschirm friert ein. Ah, dafür werde ich gefeuert. Es ist alles aus. Du bist also der Cyberdetektiv. Bitte hilf mir. Diese App muss so schnell wie möglich repariert werden. Ah, wie schrecklich. Was soll ich nur tun? Was soll ich machen? Ja, wir gehen dann Verbindungssprung ein. So, wir sind jetzt quasi in der Handy-App. Oder im Handy, ich bin nicht ganz sicher. Einfach mal durchkämpfen. Ja. Ipifax. Ist hier alles. Keine Herausforderung mehr. Mach einfach mal eine Metallkanone. Erledigt. So. Kuwakaman darf auch noch angreifen. Okay, Kuwakaman darf nicht angreifen. Ich habe mich geirrt, Entschuldigung. So. Ja, du kriegst ein Level Up, du kriegst auch ein Level Up. 14 war es noch. Ich glaube, alle Rookies müssen der 14 sein und die geben wenigstens mehr. Tentomons. Metallkanone macht sehr viel Schaden. Ich glaube aber, genau, das sollte noch mehr machen. Anscheinend tut's das auch. Und Scherenarm, ja, einfach damit wir es gemacht haben. Reicht auch. Ja, Kuwagamon wird noch nützlich werden. Ich weiß nicht, ob ich es immer vorne lassen werde, wenn die anderen Digimon dann ein bisschen leveln und wir Platz kriegen. Aber ich werde sicher für eine Weile im Team halten. So, nächste Ebene. Vor allem in solchen Dungeons ist es ziemlich nützlich, wenn man jeden Weg abklappert, den man haben kann, einfach weil. Ich glaube, man kann in gewisse nicht mehr zurückgehen. Fertigkeiten, Metallkanone auf das hier. Und Kuwakaman sollte dann mit der Datei fertig werden. In dem Spiel vermisse ich irgendwie Snemon. Das weiß ich noch vom ersten Mal durchspielen. Dass man kein Snemon haben kann. Ah, dort ist ein Digimon. Sprechen wir es mal an. Vielleicht hat es ja was mit dem Fehler zu tun. Ich meine, natürlich hat es das. Ja, ja. Ach, ich habe es wieder nicht geschafft. Dieser Boss ist einfach zu stark. Den werde ich nie besiegen. Hä, was? Hat das Spiel verrückt gespielt, weil ich hier war?
Der Mitarbeiter hat es nicht geschafft, den Spielfehler zu beheben. Das steckt in Schwierigkeiten, oder? Aber ich kann nicht aufhören, es zu spielen. Ich bin richtig süchtig. Wenn du das wirklich willst, dann mal los. Ach Gott, komm schon. Das arme Ding. Ich fühle mich ja richtig schlecht, wenn ich es so verprügeln muss, aber naja, wir machen halt einfach Napalmwolke. So schlecht habe ich mich also nicht gefühlt. Nee, das gab Erfahrungspunkte. Kritische Ladung. Und heilen. Heilen ist sehr, sehr nützlich. Und Nanomaschinenbruch. Oh, den Kampf habe ich auch verloren. Was soll man da machen? Na gut, ich verspreche es. Ich besiege den Boss, sobald der Fehler behoben ist. Ach, könntest du mit dem Mitarbeiter reden? Richt ihm das aus. Vielen Dank für das fantastische Spiel. Ciao. Fehler behoben. Du bist spät dran. Wie lange sollte ich denn noch warten? Oh Gott, die ganze Zeit sagen sie mir, wie spät ich dran bin. Hast du gehört? Wenn du hier arbeiten würdest, wärst du gefeuert. Ich stecke in der Klemme und du bist einfach verschwunden. Du bist skrupellos. Was? Das Spiel läuft und es funktioniert immer noch. Ich habe den Boss besiegt und es geht weiter. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie du es behoben hast, aber ich danke dir trotzdem. Ich werde das Honorar in dein Büro überweisen. Jetzt werde ich doch nicht gefeuert. So. Spielfehler, Job in Gefahr. Wir haben es geschafft. Kein Job muss mehr leiden. So, dafür müssen wir zurück. Wir haben noch mehr Aufgaben auf dem schwarzen Brett. Wir können noch Sachen im Laden kaufen. Was willst du? Der Hintereingang ist so kalt. Hier ist es wenigstens etwas besser. Okay. Kalter Hintereingang. So, können wir hier die Quest abgeben. Und Bankerweiterungslaufwerk. Gute Arbeit. Wie wäre es, wenn ich dir zur Belohnung etwas Kaffee mache? Glaub sie mal zur Strafe. dann machen wir gesuchter Hacker. Haben wir. Ja. In die Ermittlungen in diesem Fall. Dringend. Wir haben einen neuen Fall von Miri. Ach, es gibt kaum konkrete Informationen. In dem Fall solltest du direkt zu Miri gehen und sie fragen, was sie will. Okay. Ist ja zum Glück nur eine Tür weiter. So. Da du hier bist, hast du wohl meinen Fall übernommen. Ich dachte mir schon, dass du kommst, da du dich mit den Digimon so gut verstehst. Wie dem auch sei, kommen wir gleich zum Punkt, ja? Du warst in Eden schon in Lolun, oder? Eigentlich, sie weiß ja sonst alles, warum muss sie hier nachfragen? Das macht diese Unterhaltung sehr viel kürzer. Eden ist voll von Hackern, die Digimon nur als Werkzeuge für ihre Absichten ansehen. Natürlich sind ihre Absichten ziemlich böse und illegal. Darum möchte ich in diesem Fall deine Hilfe. Ich möchte, dass du einen solchen Hacker nachsetzt und ihn für seinen Unfug disziplinierst. Hoffentlich kannst du ihm als Hacker ein gutes Beispiel sein. So lernt der Hacker dann, seine Digimon besser zu behandeln. Vielleicht sind nicht alle Hacker so schlimm, meinst du? Was du sagst, lässt darauf schließen, dass du welche getroffen hast, die dich optimistisch stimmen. Wenn du das wirklich denkst, dann glaube ich dir. Das ändert aber nichts daran, dass es da draußen doch faule Eier gibt, die ihre Digimon missbrauchen und schrecklich leiden lassen. Deshalb würde ich es schätzen, wenn du solchen Hackern sozusagen die Hölle heiß machst. Danke, ich wusste, dass du mir bei so einer wichtigen Angelegenheit helfen würdest. Ich habe bereits einen besonders böswilligen Hacker in Eden ausfindig gemacht. Dieser Hacker scheint irgendwo auf der zweiten Ebene in Lolun zu sein. Dieser scheint besonders fies zu sein. Du wirst schon verstehen, was ich meine. Mehr habe ich für dich momentan nicht. Danke nochmal, dass du in meinem Fall hilfst.
Komm wieder her, wenn du fertig bist, und erstatte Bericht. Okay. Wir gehen auf Bestrafungstour. Dafür müssen wir halt wieder nach Eden. Ab durch den Fernseher. Und dann Noldun Ebene 2. Perfekt zum die Digimon ein bisschen trainieren. Dort ist einer mit Ausrufezeichen. Wenn ich mal raten dürfte, ist das hier unser Auftrag. Ja, der ist dort oben. Keine Digimon auf dem Weg? Ich meine, das macht's für mich einfacher. Okay, Digimon auf dem Weg. Aber immerhin kein Problem. Also, ja, Angriff sollte reichen. Oh. Sogar eine Combo. Ja, die hier geben mir irgendwie mehr Erfahrung, habe ich das Gefühl. So. Hey du, böser Hacker hier hinten. Ich glaube, das zumindest bist du. Das müsste der Hacker sein, von dem Mirai erzählt hatte. Ja? Was? Ich soll aufhören, mein Digimon zu missbrauchen? Das Hacken aufgeben? Wovon redest du bloß? Das Digimon-Programm ist ideal zum Hacken. Ich benutze es bloß, wie es ursprünglich gedacht war. Das bringt ein... Was bringt ein Werkzeug, wenn man es nicht nutzt, du Idiot? Jeder an meiner Stelle würde es zu seinem Vorteil nutzen. Ich sehe, wie du guckst. Wenn du noch mehr zu meinen Machenschaften zu sagen hast, musst du mit mir kämpfen. Naja. Oh. Wie hieß? Demi-Devimon? Okay, habt ihr's? Scherenarme. Dann. Ah, die Metallkanone ist das Beste, was ich tun kann. Aber hier haben wir immer noch was Besseres. Ja, und der Hund! Ah, nur Level 13. Und Beta mal Level 11. Ja, ja, so viele Level-Ups. Okay, okay, ich verstehe schon, was du willst. Jetzt halt die Klappe. Lass mich in Ruhe, wenn ich lässt du mich in Ruhe, wenn ich verspreche, die Digimon besser zu behandeln? Ich hasse es, mich mit Speichelleckern wie dir abgeben zu müssen. Der Hacker scheint Reue zu zeigen. Ich sollte Miri Bericht erstatten. Okay, also kann ich die Quest auch abschließen. Was mich jetzt aber gerade noch interessiert, was ich einfach noch getan haben möchte, ist, hier hinten gibt es noch ein Item. Sollte relativ schnell gehen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein Level Up. Das ist so der zweite Hintergedanke. Vielleicht noch ein, zwei Kämpfe erwischen. Ich das hier. Mehr will ich gar nicht. Rest ist egal. Und wohin dann? Also jetzt können wir das wieder abgeben und dann könnten wir allenfalls noch den letzten Fall annehmen. Wieso kommen keine Digimon mehr? Ein bisschen Kampf kann doch wohl noch sein. Ich würde doch nur meine Digimon digitieren lassen können. Dankeschön. Oh. Angriff. Einfach schnell erledigen. Okay, noch ein Kampf. Ich brauche nur noch einen Kampf. Egal gegen was, gib mir einfach einen Kampf. Komm schon. Ich weiß, du willst, Spiel. Von mir aus kannst du mich auch mit Zubats bewerfen. Im Moment ist mir das auch recht. Ja. Wenigstens kann man nicht behaupten, dass die Encounter Rate furchtbar wäre.
Also nervtötend. Aber eure Daten sind meine. Oh, Level 14. Mehr wollte ich ja gar nicht. Betamon kann warten. Und Salamon kann ich eh auch noch nicht digitieren. Aber immerhin ein Champion-Level Digimon mehr kann ich jetzt machen. Digitation, Domon. Wird hier. Was müsste es sein? Ja, Rugamon. Oh, wurde überschritten. Rugamon ist zu groß. Na, da muss ich wohl dich hier in die Farm hineinsetzen wieder. Was haben wir denn zur Digitation gesagt? Betamon ist Level 14. Ja. Salamon ist Level 16. Ja. Wagamon ist dann wieder hier Level 26, das geht eine Weile. Genauso wie Drugamon, welches hier wäre Level 30. Ja, die dürfen noch eine Weile im Team bleiben. Aber immerhin haben wir es jetzt. So. Wie es aussieht, hast du die Sache ohne Probleme erledigt. Ich bin so froh, dass ich dich gebeten habe, in Eden für Ordnung zu sorgen. Wobei, wenn man bedenkt, wie gut du mit deinen Digimon auskommst, war dieses Resultat vielleicht ein Wink des Schicksals. Sie ist also ein Kompliment. Wie dem auch sei, danke für all deine Mühe heute. Auch in Zukunft erwarte ich gute Arbeit von dir. Ich meine, ach, du dachtest wohl nicht, dass mit diesem einen Hacker, den du erledigt hast, schon alles abgehakt ist, oder? Leider gibt es da draußen noch zahlreiche Hacker, die ihre Digimon furchtbar missbrauchen. Während du damit beschäftigt warst, den ersten Hacker zu erledigen, habe ich etwas angelegt, was man als schwarze Liste für Hacker nennen könnte. Momentan sind auf der Liste 30 gesetzlose Hacker. Mit dem, den du gerade besiegt hast, sind es insgesamt noch 29 übrig. Ja, das sind nicht so viele. Du meinst, die Zahl ist ziemlich hoch? Ich versichere dir, dass diese Zusammenstellung auf reichlichen Überlegungen basiert. Keine Bange, du musst nicht allein alle noch übrigen Hacker suchen. Ich weiß doch, dass du nur so viel leisten kannst. Da fällt mir ein, hast du schon die Digifarm ausprobiert? Wenn nicht, solltest du es schnell nachholen. Der Grund ist folgender. Wenn du für die Digimon auf deiner Digifarm Ermitteln auswählst, finden sie für dich heraus, wo die anderen Hacker sind. Wenn wir wissen, wo sie sich aufhalten, schicke ich sie dir gleich als neue Fälle zum Überprüfen. Du kannst sie wie den Fall heute angehen. Unterschätze nicht die Stärke deiner Beziehung zu deinen Digimon. Ob groß oder klein, sie alle helfen dir, wenn du sie am meisten brauchst. Tu alles, was du kannst, um die armen Digimon von den Hackern auf der schwarzen Liste zu retten. Ich erwarte hier gute Taten. Ja, könnten wir eigentlich noch schnell machen. Wir könnten Digimon. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Das war das. Wir können Valiamon produzieren. Wir können Koromon produzieren. Otamamon. Wir haben ein bisschen eine Auswahl. Und Dimidevimon wäre noch interessant. Aber Valiamon können wir sicher mal produzieren. Umwandeln. Schlüpfen lassen. Wir werden es ja nicht benutzen. Und Otamamon. Weil, warum nicht? Ja. Dann Digimon verschieben. Die sind jetzt alle Digibank. Ab auf die Farminsel. Dann können wir die... Hier sind... Hier ist nicht die Digifarm, oder? Ne, das ist das Terminal.
Vielen Dank. Hier ist die Digifarm. Jetzt Farminsel, Standby. Hier können wir bestimmte Sachen einstellen, damit sie Befehle machen. Das ist jetzt hier nur zu dritt. Aber der Befehl, den können wir jetzt zum Beispiel ermitteln, wie sie gesagt hat. Wir können jetzt auch trainieren, aber die können jetzt gern mal ermitteln. Dann haben sie etwas zu tun. Und jetzt möchte ich hier noch schauen, was ich kaufen kann. Tolles Fleisch, was ist denn wohl mehr? Ich habe weit noch nicht genug alt. Nicht genug Sachen dafür. Ja, wir können aus dem Digilab raus. Gehen wir noch schnell zurück zum. Ja. Also Team sieht schon ein bisschen furchterregend aus. Gehen wir einfach noch schnell zurück. Das schwarze Brett. Wupp. Ich glaube, jetzt müsste es abgeschlossen. Genau. Schnell abschließen. Ich sehe, hast du dich für Miri ins Zeug gelegt. Ihr zwei entwickelt langsam eine einzigartige Dynamik, wenn ich das so sagen darf. Gut, ich würde aber sagen, den nächsten Fall nehmen wir dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.